Boris, fit und ausgeruht und die Ruhe selbst wie immer, kann man sagen. Jetzt ist Championship am Sonntag und ich habe mich gefragt, was hat das Rennen für einen Stellenwert jetzt für dich? Championship war ja mal eine ganze Zeit lang so die Weltmeisterschaft von der Challenge Family über die Mitteldistanz. Jetzt mit Collins Cup am Tag davor ist auch noch ein anderes Großevent hier vor Ort. Ordne mal the Championship für uns ein. Was spielt das Rennen für eine Rolle für dich und für euch Athleten? Ja, klar, es hat sicherlich nicht mehr den Stellenwert vergangener Tage, wo halt auch einige Leute gestartet sind, jetzt einen Tag vorher starten. Aber es ist halt immer noch ein Mitteldistanzrennen mit viel Preisgeld, mit einem wirklich starken Starterfeld und halt tatsächlich noch das, was wir so als Triathlon kennen. Also das, was am Tag vorher beim Collins Cup stattfindet, das wissen wir noch gar nicht, was das genau ist. Das wird auf jeden Fall sicherlich ein bisschen anders laufen. Und dementsprechend ist es halt ein klassischer Mitteldistanz-Triathlon, der, denke ich, halt schon jetzt in Europa wahrscheinlich der größte in diesem Jahr ist. Und einer, der dir auch in die Karten spielt, oder? Also schwimmen kann man vielleicht mal aus, weil hier wird gegen die Strömung geschwommen und Schwimmen ist ja ist unbedingt nicht deine Paradedisziplin ohnehin schon, aber das Radfahren dann, Topf eben auf ganz brandneuem Asphalt und dann irgendwie so eine Aero-Drückerstrecke. Und das ist dann schon irgendwie dein Ding, oder? So witterst du da die Chance dann oder wie ist deine Herangehensweise an das Rennen? Ja klar, also es ist halt dann schon auch ein Ding, was mir entgegenkommt. Man muss sagen, ich war gerade mal im Wasser, ist auch arschkalt. Das wird auf jeden Fall mit Neo geschwommen. Das ist sicherlich auch nichts, was ich sagen würde, das ist jetzt schlecht für mich. Radfahren kommt mir entgegen. Also deswegen bin ich auch hier. 20-Meter-Regel ist halt schon immer das, wo ich denke, dass ich auf der Mitteldistanz so eine Chance habe. Also die, ja, das letzte Jahr hat eigentlich schon gezeigt, dass auf der Mitteldistanz jetzt mittlerweile so viele Spezialisten unterwegs sind, dass ich mir da als Langdistanzathlet schon ein bisschen schwer tue. Aber wenn, dann hier. Und deswegen bin ich frohen Mutes für Sonntag. Es war ja bei dir noch ein bärenstarkes Rennen beim Ironman Lanzarote, wo du dich dafür Hawaii qualifiziert hast. Und letzte Woche in der Rennwoche für Samorin wird das Rennen auf Kona dann abgesagt, verschoben, wie auch immer. Jedenfalls findet es nicht jetzt im Oktober statt. Ist das irgendwie, hinterlässt das dann Spuren und reißt dich dann runter und die Motivation für so ein Rennen leidet dann auch? Oder blendest du sowas komplett aus und spielt eigentlich jetzt dann keine Rolle? Es ist schon eher so, dass das Motivation gibt, weil es sind quasi jetzt nicht mehr so viele Chancen dieses Jahr. Also man hofft natürlich jetzt, dass noch ein paar andere Rennen dieses Jahr stattfinden, aber man weiß halt, dass die große Chance, das große Rennen dieses Jahr halt nicht mehr stattfindet. Und von daher steigt ein bisschen der Druck für Sonntag und dementsprechend halt auch meine Motivation, ne? Also es ist ja immer so ein Mix aus beidem, ne? Also Anspannung und Motivation. Also daher ist die Absage von Hawaii jetzt für mich persönlich bitter, aber jetzt für Sonntag spielt es eher, also hat es eher einen positiven Hintergedanken. Das klingt ja relativ vielversprechend für uns, wenn wir das Rennen verfolgen. Letzte Frage, damit wir vielleicht auch noch so ein bisschen das Rennen besser lesen können, wenn es dann stattfindet. Was glaubst du, oder beschäftigst du dich überhaupt mit den anderen Athleten und kannst uns sagen, wie viel Rückstand darfst du dir nach dem Schwimmen erlauben, damit das dann vielleicht hier am Ende auch wieder auf dem Podium landet oder du hier nach den Sternen greifen kannst? Ja, ich glaube, also nach dem Schwimmen, das wird nicht so eine große Rolle spielen. Also klar, ich werde versuchen, so schnell wie möglich zu schwimmen und vielleicht auch für so ein bisschen die Überraschung sorgen. Also ich weiß, dass ich sicherlich nicht mehr so schlecht schwimme wie in den letzten beiden Rennen. Ich habe mir am Anfang des Jahres den Ellbogen gebrochen und von daher kann es dann nur noch aufwärts gehen. Entscheidend ist einfach, wo ich halt nach dem Radfahren bin, ne? Also klar, es gibt Leute, die können alles ein bisschen besser hier, aber wie du schon gesagt hast, also wenn ich eine Chance habe auf der Mitteldistanz, dann hier. Und von daher wird das Rennen, glaube ich, auch im Radfahren schon so ein bisschen vorentschieden, wer da tatsächlich den Druck hat. Und wenn ich dann danach dabei bin und ein gutes Gefühl habe, glaube ich auch, dass ich da beim Laufen auch ein bisschen gegenhalten kann. Können wir dir noch irgendwie eine Zielformulierung in den Mund legen? Also ist es das Podium, ist es der Sieg oder worum geht es für dich? Was ist dein klares Ziel Ich fürs sag Rennen? mal Podium und dann ist ja alles möglich. Nehmen wir so. Danke dir für die Zeit und dann viel Erfolg für Sonntag. Dankeschön.